Spinat, trotz Meereseiden, trotz Grünkohl, trotz Brennnessel, trotz Weizengras, schmeckt es trotzdem gut? Ja! Guten Morgen! Gestern war ja mein erster Auftritt als Smoothie-Man in einer Grundschule und ja, ich war auch sehr aufgeregt, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich konnte die Nacht wirklich kaum schlafen, obwohl ich ja wirklich seit 8 Jahren coache, aber ja, eben noch nie Kinder und Grundschulkinder, sondern immer Erwachsene. Und ich bin auch C-Lizenz-Trainer, das heißt, ich habe in meiner Jugend und bis Mitte der 20er Jahre auch Kinder trainiert. Aber eben nicht in der Schule. Und von daher, ich war wirklich sehr aufgeregt und war sehr gespannt. Und ja, letztlich, ihr habt ja schon ein bisschen was gesehen und ja, ich habe euch die Eindrücke mal ein bisschen zusammengeschnitten und es war auch ein Elternteil zugegen, was die ganze Sache so ein bisschen kritisch begutachtet hat und auch das Elternteil war danach begeistert mit den Kindern zusammen. Also war ein voller Erfolg und ja, ich muss sagen, die Eindrücke. Bei mir gibt es keine Gesichter, bei mir gibt es kein grinsendes Gesicht oder kein weinendes Gesicht. Wer nicht aufpasst, wer nicht folgt, kriegt einfach nichts. Okay, alles klar? Ja. Wunderbar. Wer kennt schon den Smoothie-Mann? Wer hat mich schon mal irgendwo gesehen? Du hast mich gesehen, du hast mich gesehen. Im Fernsehen oder wo hast du mich gesehen? Ich habe einmal im Fernsehen gehört, dass er einen Mann im Smoothie macht. Also, aber nicht den Smoothie-Mann. Ja. Ja, da kann ja jeder machen, aber ich bin der Smoothie-Mann. Und, aber ihr kennt vielleicht meinen Bruder. Ich habe einen Bruder. Der hat so ein S vorne drauf. Kennt ihr den? Nö. Ja. Wie heißt er? Nicht was. Du hast dich gemeldet, weil du was anderes sagen willst. Oder warum hast du dich gemeldet? Ich muss immer. Dann überleg doch mal, was du gesagt hast. Wer kennt meinen großen Bruder, der ein S auf dem T-Shirt hat? Nee, nein. Ein S, das fliegt die ganze Zeit über die Erde mal. Iron Man. Nee, Iron Man, das ist mein Bruder. Superman, genau, das ist mein Bruder. Genau, Superman, den kennt ihr schon auch. Der ist nämlich viel populärer, weil der fliegt immer über die ganze Erde drüber und den sieht jeder. Ich bin immer unten und mache einfach nur die Getränke für die Leute, deswegen sieht man mich nicht so. Deswegen ist kein Problem, dass ihr mich nicht kennt. Superman. Genau, Superman. Auf jeden Fall. Ich komme jetzt von relativ... Ich komme relativ von weit her. Also kennt ihr schon die Kontinente? Afrika, Asien, Europa. Ja. Habt ihr das? Genau. Und ich komme jetzt aus Afrika. In Afrika habe ich einen Freund. Nicht jetzt sofort, aber gestern bin ich eingeflogen. Da habe ich einen Freund. Und der hat mich gefragt. Smoothie Man, du machst doch alle Getränke. Du machst die besten Getränke. Du weißt genau, was rein muss. Und ich will. Und das war sein Wunsch. Er möchte den gesündesten Drink oder das gesündeste Getränk, was es überhaupt gibt, haben. Und das war der Grund, warum ich nach Deutschland gekommen bin. Weil ich habe überlegt, wo kann man denn Wissen erarbeiten? Wo kann man denn was lernen? Wo kann man das? Und wo kann man was lernen? In der Schule. Na genau, in der Schule. Ich möchte aber was tun für meine Gesundheit. Was kann ich denn tun? Ich würde gerne das gesündeste Getränk der Welt haben. Und dann habe ich überlegt, als derjenige, der nur wahnsinnig viele Getränke jeden Tag macht, was ist das gesündeste Getränk der Welt? Und was macht denn ein Getränk gesund? Weiß das einer von euch? Tee? Tee ist ein gesundes Getränk. Aber was denken wir natürlich noch? Ein Kaffee. Na, das sind alles nur Getränke, aber was macht denn die Lebensmittel überhaupt gesund? Apfelschorle. Ist auch ein Getränk, aber was macht die Apfelschorle gesund? Apfel. Und was ist im Apfel drin? Vitamine. Ja, Nummer 1, Vitamine, wunderbar. Da haben wir nämlich schon das Erste. Es gibt nämlich drei große Bausteine von gesunden Lebensmitteln, auch von gesunden Getränken. Das Erste ist... Vitamine. Gut, ich schreibe ein bisschen anders als eure Lehrer, aber ihr könnt es erkennen, ne? Vitamine. Ja. Gut, es gibt Vitamine, was gibt es noch? Und das wisst ihr bestimmt nicht, weil das ist richtig. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn ihr das weißt, nee, das wisst ihr nicht. Genau. So, also, auf jeden Fall, dann gibt es noch zwei Stoffe. Ich fange mal an. Wenn es einer weiß, braucht ihr euch nicht melden, tut es gleich ergänzen. Mineralstoffe wäre es gewesen. Mineralstoffe. So, also das der zweite große Punkt ist Mineralstoffe. Mineralstoffe. So, das ist der zweite
große Punkt. Und die beiden Sachen, die werden wir heute alle kennenlernen. Und dann gibt es noch eine Sache, die werden wir auch kennenlernen. Und die ist relativ einfach, das hat er aber noch nie gehört. Wer das schon gehört hat, der meldet sich, und sagt was. Du kannst dich noch gar nicht melden, du weißt noch gar nicht, was es ist. Also, Proteine. Ah, das kenne ich. Ja, was hast du denn gehört, mein Großer? Was denn? Hab ich vergessen. Ah, ja. So, Proteine. Jedes Lebensmittel besteht aus diesen drei Bausteinen. Proteine, Vitamine, Mineralstoffe. Proteine werden auch manchmal Eiweiß genannt. Das hat bestimmt schon er gehört. Ja. Genau. So, und wir wollen, und das ist unser Ziel heute, einen Smoothie, ein Getränk machen, wo jedes Vitamin, jedes Mineralstoff, was für unseren Körper sehr, sehr wichtig ist, drin ist. Und dafür müssen wir natürlich die Vitamine und Mineralstoffe erstmal kennenlernen. Kennt einer von euch irgendein Vitamin oder irgendein Mineralstoff? Banane? Banane ist ein Obst. Ich suche die Vitamine. Apfel? Ist ein Obst. C. C. Korrekt. Vitamin C. Ja. So, damit haben wir das erste Vitamin. Und derjenige, der das rauskriegt, der kommt hier vor, der kriegt nämlich dann das Vitamin C. Oh. Und setzt sich, komm her, du bist das Vitamin C heute. Du bist der verantwortlich dafür, das Vitamin C. Jeder ist für einen was verantwortlich. Jeder. Kann sich keiner rausreden heute. Wow. Nächster. Banane. Banane ist ein Obst, kein Vitamin. Vitamin B. Vitamin B. Vitamin B gibt es aber sehr, sehr viele. Welches meinst du? Ha! Es gibt Vitamin, viele Vitamine. Ich nenne mal das erste und du bekommst das erste. Das ist Vitamin B1. Ja, das nennt sich Vitamin B1. Gibt's? B1. Was könnte es noch geben? Vitamine. Vitamine? Welches? Na sag! Vitamin A, korrekt! Ja. Vitamin A! Wer A sagt, muss auch B sagen. Kennt ihr den Spruch? Ja. Ja, so ist das. Und fällt euch jetzt was auf für die ganzen Vitamine? A, A, B. Dass das alles Buchstaben sind bei den Vitaminen. Zumindest sehr, sehr viele. Was könnte es denn davon noch welche geben? Und jetzt geht immer einer vor mit seinen Vitaminen und sucht sich unter den ganzen Lebensmitteln. In den Karten hier ist voll das Lebensmittel drauf und hinten steht drauf, was es ist. Und derjenige sucht sich das Lebensmittel. Er muss jetzt finden. Das heißt, ihr müsst jetzt wirklich genau gucken. Wer von euch nicht lesen kann, dann nimmt jemanden mit, der lesen kann, damit er denen hilft. Es gibt ja einen von euch, der nicht lesen kann. Du hast gerade Probleme. Bei dir ist auch ein bisschen problematisch. Ja. Genau. Ja. Und einen mitnehmen, der einen hilft. Weil so macht man das im Leben. Wenn man irgendein Problem hat, dann sucht man sich jemanden, der einen hilft. Na? Okay, alles klar. Genau, was kommt rein? Brokkoli kommt in den Smoothie rein. Brokkoli. Ja. Dann sehen wir Schmetterlinge. Brennnessel kommt rein. Die Brennnessel kommt in den Smoothie. Was ist das? Sesam. Es kommt Sesam in den Smoothie. Habt ihr schon mal Brennnessel gegessen? Ja. Okay, weiter geht's. Calcium und Folsäure. Süß. Ist noch jemand da süß? Süß. Oder Smoothie wird süß. Übrigens, ihr könnt diesen Smoothie auch zu Hause machen. Und zwar, ihr habt alle einen Stabmixer. Kennt ihr das? So ein Mixer, der unten so dienlich dreht. Und damit könnt ihr zu Hause euch jeden Tag einen Smoothie machen. Irgendwelche Sachen zusammen machen, Smoothie machen, das ist geil. Das Wichtige ist, wir wollen einen gesunden Smoothie. Und in gesunden Smoothies sind gesunde Zutaten drin. Sind Vitamine drin, sind Mineralstoffe und sind Proteine drin. Was darf aber nicht rein in ein gesundes Getränk? Was? Schokolade. Auch, ja. Aber was nicht rein kann, sind Bakterien, Viren, Krankheiten. Das wollen wir nicht in unserem Getränk haben. Und deswegen, was machen wir, um das eben nicht... Hände waschen! Richtig, aber nicht alle auf einmal, sondern immer nur derjenige, der das zubereitet bzw. reinwirft, was, wo er dran ist. Ich würde sagen, wir fangen an, weil wir wollen. Das macht die Zeit. Oh, das ist eine halbe Stunde schon? Okay, dann sind wir frei. Also, dann fangen wir von vorne hier beiden an. Hände waschen und wenn die beiden das hier reintun, die nächsten beiden rein. Nicht, das alle hinsetzen. Nicht, sonst geht's nicht los. Nicht, alle hinsetzen. Hinsetzen.
los. Alle diese Zutaten, alle werden jetzt gemixt. Und ihr wisst, was alles drin ist. Brennnessel, Grünkohl, Spinat, Brokkoli. Ah! Aber ihr werdet kosten und ihr werdet denken, wo ist der Brokkoli, wo ist der Spinat, wo sind die Meeresalgen? Das schmeckt ihr gar nicht mehr. Weil das ist die Kombination. Und wenn das euch schmeckt, oder den Großteil schmeckt, dann kann ich meinem Freund diesen Smoothie in Afrika geben. Deswegen sind wir ja überhaupt unterwegs. Weil wir wollen ja, dass der den besten Smoothie überhaupt gibt. Das gibt es. Ob das schmeckt, werden wir sehen. Dem einen Geschmack ist ja unterschiedlich. Der eine, dem schmeckt was mehr, dem anderen schmeckt was weniger. Das werden wir alles dann sehen. Oh, Matt sitzt schön. Jetzt können wir aber eine Reihe bilden. Hier eine Reihe, eine hinten nach der anderen. Halt, eine Reihe hier. Mit anstecken. So. Eine reife Banane ist das. Diese Punkte auf der Banane, die zeigen euch an, dass die Banane reif ist. Ganz wichtig. Die meisten denken, auch Erwachsene denken teilweise, dass sowas reif ist. Eine Banane ohne Punkte. Eine Banane ohne Punkte. Ich komme aus Afrika. Eine Banane ohne Punkte ist nicht reif. Nur Banane mit Punkten. Was ist eine reife Banane? Mit Punkten. Genau. Und wir werden sehen, wohin die Reise führt. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte mit einer moralisch einwandfreien Arbeit, mit einer ethisch vertretbaren Arbeit mein Leben finanzieren. Zu 100% ab 1.2016 ist wirklich jeder Cent, den ich verdiene, wirklich, dass ich dahinter stehe und sage, genau das, da dieses Geld möchte ich genau auf diese Art und Weise verdienen. Und das wird wahrscheinlich sich selber am Anfang noch nicht ganz tragen, das gesamte Konzept, aber es wird weiter aufgebaut, es wird weiter dran gearbeitet. Ich habe wieder eine Challenge im Leben, wieder sozusagen von Grund auf anzufangen und von Grund auf wirklich ein Leben zu wählen, was ich wirklich auch möchte, ne? Und nicht was mir aufgezwungen wird. Ich möchte ein Leben wählen, frei wählen, und genau das mache ich. Am Freitag habe ich meinen nächsten Auftritt und ja, wir werden sehen, wie weit das geht mit diesem Smoothie Man, aber ich habe noch ein paar andere Eisen im Feuer und auch schon wieder ein paar Ideen, und ja, das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen.